Hallöchen Radsportfans und herzlich willkommen zurück in unserer Pro-Cycling-Karriere mit Eddy Merckx. Und auch hier muss ich mich nochmal dick entschuldigen für die letzte Woche. Ich konnte leider bei Eddy sogar gar keine Folge rausbringen. Bei Bernard Hinault hatte ich es ja noch auf eine geschafft, aber auch nur, weil ich die vorproduziert hatte, sonst wäre die auch nicht rausgekommen. Bei uns auf der Arbeit sind über 60% der Leute ausgefallen. Mir tun auch immer noch alle Knochen weh. Wir kommen aus dem Milano Torino. Und gehen jetzt rein in die Settimana Ciclistica Internazionale. Und da gebe ich euch hier in der Folge gleich mal die ersten drei Etappen. Da machen wir auch gleich weiter. Eddie ist auch schon nur noch zufrieden. Aber im Moment verbringt er ja gerade ein bisschen Zeit mit seiner Familie. Vielleicht wird er dann doch wieder glücklich. Wir müssen halt auf jeden Fall mal Siege einfahren. Und wir brauchen unbedingt diese Stufe 12, damit wir Kopfsteinpflaster mal abschließen können. Und naja, mal sehen, wie viel Ebenenfertigkeiten wir dann haben. Jetzt gehen wir natürlich auch mit ganz schlechter Fitness in das Rennen rein. Lala. Oh, hier wissen wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was von den Fahrern. Covilli wird hier auf jeden Fall Kapitän sein, gehe ich mal von aus. Es sei denn, einer von den beiden ist noch besser. Die haben wir ja noch nicht, nee, wir haben drei noch nicht aufgedeckt. Ja, wir werden wahrscheinlich wieder hauptsächlich Arbeit leisten müssen. Das geht bei den Interviews ab. Da ist auf jeden Fall nichts mit uns. Und naja, ob wir Arbeit leisten müssen, das sehen wir gleich. Hello and welcome. It's going to be a monotonous day when it comes to the terrain. But at least the teams with sprinters won't be complaining. And of course, those opportunists with a bit of daring won't make their life easy. Holla, die Waldfee, ich bin Co-Kapitän und soll unter die besten 5 kommen. Das bedeutet, ich krieg Beschützer, also ist ja nicht schlecht. Weil auf der Flachetappe minus 1 ist, denke ich mal, nicht so schlimm. Ist in der Ebene einfach auch noch zu schlecht, um, was weiß ich, hier einen Angriff zu leisten. 78 Kilometer und dann wären es noch 16 bis zum Ziel. Also wenn er jetzt schon, ne, hier irgendwas mit 70 in der Ebene hätte, könnte man das hier mal versuchen. Weil er ja auch sogar rot und schwarze Bereiche hat hier, der Hügel. Aber es ist danach noch ein bisschen weit, aber eben unter Umständen versuche ich es trotzdem. So, Tibiri war richtig gut, Covilli ist richtig gut. Cassan. Ja, ich weiß von den dreien hier nichts. Busato könnte natürlich, weil er die 2 hat, nicht schlecht sein, aber naja, es muss halt nicht sein. Den gönne ich mir. Oder warte mal. Ne, dann lassen wir den doch für sich alleine fahren. Da. Dann nehme ich mir den Cassan. Charakli. Der hat noch wenigstens Plus vor. Wir können mal Covidi beschützen. Und Celano bewacht hier den Tiberi. Oh, der können wir schon loslegen. Tibiri ist auch schon relativ weit vorne, der kann aber gleich hier bleiben. So, und los geht's. Ja, noch trägt er das Trikot des belgischen Meisters. Ich glaube nicht, dass das noch lange der Fall sein wird, weil bei den diesjährigen belgischen Meisterschaften, das ist ein Flachrennen, da ist zwar so ein ganz minimaler Hügel, ich würde es Autobahnbrücke nennen. Und dann sind die Chancen recht schlecht, dass er das Trikot nochmal verteidigen kann. A surprise attack! He's probably just trying to force his teammates away from the bunch. So, Tibiri ist ein bisschen zurückgefallen, aber egal, wir gehen jetzt erstmal rein in die Action. Wir sind 5 unterwegs. Oh, Feld zieht aber jetzt schon an. Wenn das natürlich mit den Ausreißversuchen etwas länger dauern sollte, dann sollten wir uns den hier vielleicht holen, aber erstmal abwarten. So, 3 sind wieder unterwegs. The current pace is a bit too docile for some riders who are looking to create a breakaway. Wird aber auch im Feld direkt wieder angezogen. Wie Kilometer sind es jetzt noch? 20? Nee, 10. The pack is increasing its work rate. Some teams ach ja, can't be happy with ja, the breakaway. Was ist denn so kurz? Das sind ja noch nicht mal 100 Kilometer. The escapees have surrendered. The pack gave them no chance. So, warte mal, jetzt ist Ruhe. Auch wenn er in der Ebene schlecht ist. Ey, ich versuche das jetzt mal. Ah, ist natürlich jetzt eine Scheiße.
Breakaway! Ich dürfte mich nur ranhängen, das ist doch scheiße. Sind wir mal dabei, ey. So, kurz Stopp. Sonst fällt der hier mit seinen 70 wahrscheinlich zu weit zurück. 13 oder? Meine Brille, nee, 15 Sekunden schon. 6,6 Kilometer. Stromlinie ist an, die reicht auch auf jeden Fall. Wir jagen uns. Ich muss ein bisschen runterdrehen, da habe ich keine roten mehr. Ich greife noch mal an, aber da kommst du mit dir, die Drecksäcke. Another attack in the leading group. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. The small group of riders are trying to get clear of the bunch. Den wenigstens noch abgedrängelt. Ich will so viele Punkte wie möglich. Punkte, ich meine, Punkte sind mir egal. Die Zeitmodifikation wollte ich haben. Das kannst du mal runterdrehen, Eddie. The pack is back on level terms with the breakaway group. So, das haben wir. Oh, und Kassan ist auch gar nicht so weit zurückgefallen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal eine Zeitmodifikation eingesammelt hier. Das sollte uns dann am Ende ein bisschen weiter nach vorne pushen. So, jetzt geht schon wieder Angriffe ab. Fällt sich das im Moment sehr, sehr entspannt. Da nehme ich mal die Jungs nach vorne. Oh, die sind doch schon relativ weit vorne. Dübel ist als erstes da. Ja, Kovili, hier, ich lenke ihn immer wieder nach links. Er fährt immer wieder nach rechts ins Feld rein. Kovili, links bleiben. Komm, das reicht. Und du hörst jetzt auch auf. Der ist ein bisschen zu weit gefahren. Gut. Tisch. Bam. Da sind zwei weg. Da könnte ich mir ja hier noch eine holen, ne? Warte mal. Das ist schon gleich so weit. Gott, geht das hier schnell. Wuseln könnte ich, aber leider ist Stromlinie noch nicht wieder da. Also wird es wahrscheinlich nichts bringen. Tempo ist auch gar nicht mal so wenig. Zu schade, dass die Stromlinie noch nicht wieder da ist. Da mal the breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Lass mich durch. Nee, das wird nichts. Die fahren jetzt schon so ein Tempo. Das ist ja so über 3 Kilometer. The pack is slowly whittling away the lead. 86 kann ich doch halten. Aber da könnten jetzt gleich Sprinter angeschossen kommen. 20 Sekunden. 23 Sekunden. Schub, Eddie. Jawohl, den hat er auch noch sich gegönnt. Wunderbar. Bloß nicht zu lange anhalten. Nein, nicht mit 85. Da ist das Feld wieder. Jawohl, wir haben noch eine Zeitmodifikation eingefahren. Cassandra. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen gelitten, aber die Etappe ist so kurz. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Der ist ja auch schon mal gleich Kategorie 2, dieses kleine Ding hier. Ich denke mal, bei so einer kurzen Etappe, da brauchen wir keinen Cut machen. A rider is down, and he's not going to be able to carry on. Let's hope it doesn't jeopardize the rest of his season. Die waren aber richtig tempo, just took place in the pack. Several riders are on the ground.
A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Ja, ich jetzt nur noch etwas über Hälfte gelb habe, mache ich jetzt an dem Berg hier auf jeden Fall nichts. So, den einen haben wir, den anderen haben wir auch. Also alles wieder eingefangen. Jetzt gibt es zumindest mal ein bisschen gelb zurück. Oh, jetzt muss ja irgendwas passieren, oder? That's really a punchy attack. Okay, greifen wir an. Du holst mal Wasser schon mal. Das reicht definitiv dann bis zum Ende. Oh, jetzt war alleine unterwegs. A rider has just suffered a puncture. Da hat Eddie schon rot geblinkt. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Schon mal auf 99. The pack has just reeled in the escape group. Wie weit ist noch bis zum Berg? 4 Kilometer. Stromlinie wäre da. Ach komm, jetzt zieht er wieder durch hier, der Eddie. Eddie ist im Angriffsmodus. Und der Kannibale ist unterwegs. A rider is looking to give the pack zack, Stromlinie rein. We're into the last third of the race. We'll soon know the final outcome. Da-da-da-da. Alter. This climb is feared by many riders. The percentages are very high. Ich will diese Bergwertung haben. Aber die kriege ich auch. Wieder runterdrehen. Looks like a few riders at the back are beginning to stall. Geil, das hat mal das Feld auseinandergerissen. So, da kommen wir. Stopp. Kassan ist immer noch hier. Wieder Eddie beschützen. Ach Mist, jetzt kriegt Eddie kein Wasser. Hörst du damit auf und holst nochmal Wasser. Das ist zwar ein bisschen fieser. Ich hätte mit Eddie ganz, da habe ich nicht dran gedacht, ich hätte, weil ich angegriffen habe, ich hätte mit Eddie natürlich ganz kurz nochmal Wasser holen sollen, ne, als er alleine war. Ja, das Schöne ist, Alter, ey, unsere sind alle hier vorne in der Gruppe. Der hat schon wieder, glaube ich, das Wasser neu aufgenommen. Zack, und abgegeben auch noch. Geil. Okay. Jetzt ist hier aber sehr entspannt. Boah, da setzen wir erstmal wieder. Also, wenn wir jetzt noch einen Angriff gönnen sollen, dann können wir ins Bergtrikot schlüpfen. Aber ich mach das. Da, 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 da. Der Angriffs-Eddie ist wieder da. Look out, he's breaking away. Angriffs-Eddie unterwegs. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. Es kommt, ey. Bleib dran an mir. Ich will diese Bergpunkte haben. Auf den Zielsprint scheiße ich. Und das hat Eddie auch nochmal gemacht. Wunderbar. Eddie ist im Bergtrikot. Und das. Ist jetzt. So, Stapptisch. Wo ist er hingeflogen? Da. Oh Gott, ist jetzt weit hin. Egal, du wachst trotzdem, Eddie. Oh, weiter. 15 kilometers remaining. Ja, er müsste trotzdem ausgezeichnete Frische bekommen. Ja, noch vier grünen Balken. Wird jetzt auch noch mal geschützt. Da, 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 da. Oh ja, Eddie hat von allen natürlich am meisten gelitten. So Leute, ich lasse euch mal alleine fahren. But the riders would seem to be okay to carry on. Vielleicht rechts ja noch einer, was? Mist, das war ein zu weit. 2,5 Kilometer noch. So, Eddie mal ranhängen hier. The group.
group is slowly thinning out due to such a frantic pace. A great win in the sprint of the strongman. Für Nicht-Sprinter ganz knapp die Top 10 verpasst. Ja, sogar sehr, sehr knapp. Elfter geworden. We're waiting for the backmarkers, who appear to be fairly numerous in this difficult race. Na, da war zwar eine Lücke, aber ich glaube, die werden alle zusammengewertet. Das war nur wegen dem Sprint. Ich meine, muss nicht sein, ne? Aber gehe ich mal von aus. Na, wo bleiben sie denn? Da kommen sie. Oder auch nicht. Jetzt. Italienische Meister hier gewonnen. In Italien, oder? Schönes Ding für ihn. Schauen wir mal. Ja, da ist keine Lücke. Allgemein. Wir sind immerhin auf dem vierten schon. Nur 4 Sekunden hinter dem ersten. Wissen tun wir von den Phones nix. Ja, da sind wir zumindest zeitgleich. Ja, Bergtrikot haben wir. Punkte sind wir sogar auch platziert. Auch nur 14 Punkte hinter dem ersten. Also ich habe echt eine gute Etappe gefahren. Da hättest du ruhig mal ein paar Punkte mehr für raushauen können. Aber naja, so ist das manchmal. So, jetzt kommt Zeitfahren. Da sind wir ja leider auch ganz schlecht. Naja, vielleicht können wir dann in der dritten Etappe nochmal was reißen. Ja, es ist 10,7, also als Prolog gewertet. Und naja, da haben wir zumindest ein bisschen mehr wie beim Zeitfahren. Hier werden wir auf jeden Fall nicht dabei sein. Dann schauen wir mal, was wir im Zeitfahren reißen können. Ja, und damit herzlich willkommen zum Zeitfahren der Settimana Ciclistica Internazionale. Wir sind ja relativ spät dran. Gucken, ob der Manager für uns einen Auftrag hat. Nö, nur dieses Gesamtziel, dass wir Fünfter werden sollen. Aber das wird durch dieses Zeitfahren natürlich sehr, sehr schwierig werden. Unser Tibiri ist hier einer der Top-Favoriten. Und naja, ob wir uns mit Eddie einigermaßen platzieren können, das seht ihr, wenn ich wieder einschalte. Jo, und da ist der Eddie im Bergtrikot auf der Rampe. Etwas über 10. Das dürfte 86 sein. Ich versuche mal mit 87 loszufahren. Und auf geht's. Naja, wenn hier schon ein Minus ist. Ich wollte gerade sagen, haben wir Minusform, aber nee, wir haben Nullerform. Ist auch zu schnell. Zack, gleich aufs 88 runter, 87. Also wir waren sogar auf 89. Wollen wir mal mit 86. Da geht auf jeden Fall der rote wesentlich langsamer runter. Nochmal hier nicht auf 87. Es reicht doch gerade so. Ich denke mal, wir können erstmal mit 86 weiterfahren. Der Weiße tastet sich so Millimeter für Millimeter voran. Ja, Gelb bei so einer kurzen Strecke sowieso kein Problem. Nach der Zwischenzeit sind wir auf jeden Fall nicht zu sehen. Machen wir mal auf die Zielzeit. Ich kann da auch immer noch nichts ändern. Der kommt gerade so rein, denke ich mal. Jetzt 87. Boah, da rauscht auch der Rote gleich wieder so direkt weg. Alter, das wird schon wieder fast weg gehabt. Naja. Ah, der 20. hat schon 37 Sekunden Rückstand. Tiberi sitzt auf 13. Können ja nicht mehr viele kommen. Durchseppen. Ja, bestimmt selbst bei diesem kurzen Zeitfall, aber 2 Minuten oder so verloren. Ja, komm, den Sieger gönnen wir uns. Der kann sich hier mal die Küsschen abholen. Und ein bisschen jubeln und tschüss. So, da ist Covilli, der hat schon eine Minute Rückstand. Und da sind wir. Naja, gut, mit 2 Minuten war ein bisschen übertrieben, aber 1,20, da werden wir jetzt hier auch nicht mehr vorne sein. Nicht mal ansatzweise.
1:16 schon Rückstand, 64. Platz. Das haben wir immer noch. Also scheint der auch im Zeitfahren nicht so gut zu sein, weil er hat ja genauso viele Punkte. Da gibt er auch 3 Punkte für. Also da, die Etappe davor hätte es ruhig mal ein paar mehr Punkte geben können, Manager. Also ne, die ist wieder auch drin gewesen. So, jetzt kommt eine Hügeletappe. Ich hoffe mal, dass wir da einigermaßen Form bekommen. Allein schwierig, ne? Wir sind halt völlig unfit, ne? Weil wir gerade erst aus der Ruhephase kommen. So, das ist der, wo wir hier 5 Runden am Ende fahren müssen. Und der ist auch relativ steil, der Hügel. Wie sieht denn das bei Kovili aus? Er ist am Hügel also deutlich schlechter wie wir. Und Tiberi eigentlich auch. Also normalerweise müsste Eddie eigentlich Kapitän sein. Der ist hier auch als Top-Favorit gewertet. Und das bedeutet, denke ich mal, dass wir diese Etappe gewinnen müssen. Ladies and gentlemen, welcome. The route is fairly hilly, so there should be plenty of action. Ja, damit herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Hügel-Etappe. Busato, also wir haben 4 aus unserem Team bei den Favoriten mit drin und Busato ist einer davon, der ist auch grau, den dürfen wir nicht steuern, ja, Kovili auch nicht. Tiberi würde ich auch für sich alleine fahren lassen. Dann würde ich eigentlich sagen, dass ich mir hier den Kassan wieder nehme. Ja, wir sollen halt gewinnen. Du hast gute Form. Schütz mal Kovili. Und der ist, glaube ich, nach uns der nächsthöchste Favorit. Komm, der kriegt auch mal einen Beschützer. So, wir stehen ja ganz vorne, weil wir im Bergtrikot sind. Wer ist denn das hier hinter uns? Das ist schon Kovili. Das ist wunderbar. Ach nee, dürfen wir eh nicht steuern. Dann können wir loslegen. Geht erstmal sehr gemächlich los. Die 4 Trikots hier alle nebeneinander. Jetzt eher ein Zeitfahrer ist oder ein Bergfahrer, wäre natürlich interessant zu wissen. Tja, so richtig fühlen will die anscheinend keiner. So, hier nochmal einen Angriff ab. So, jetzt ist Eddie auch viel besser platziert. Dann gehen wir mal in die Action. Also hier vorne 2. 3 sind noch weg, aber die werden schon gejagt. Oh lala, hier haben wir Kategorie 1. Der ist auch sehr, sehr steil. Schlimmste Hügel der Etappe. So, die, die jetzt weg sind, die the dürfen, breakaway has now got over a minute on the pack. Dann könnten wir ja den einen zumindest mal nach vorne holen. Den Tiberi. Natürlich erst nach dem kleinen Hügel hier. So. Ja, ich hoffe, die anderen beiden, also Kovili und der Busato, die denken daran, sich vorne zu platzieren. Weil es hier wirklich steile Hügel gibt, also da kann das Feld doch schon mal öfter mal auseinanderreißen. Gerade eben, wo hier relativ low Teams bei sind. Da ist er dem leider noch mal hinten reingefahren. The lead rider is now more than 2 minutes ahead of the peloton. So, den vorne gesammelt. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Da sind 4 weg. Der 5. kriegt auf jeden Fall auch noch Punkte. Dann cutte ich euch das jetzt bis zu dem Hügel hier raus, bis wir auf der Abfahrt sind. Dann nehme ich euch bei dem Hügel wieder mit rein. Fall in the pack. Apparently, the leader is on the ground. Ja, und dann geht's hier rein in die Abfahrt. Gucken wir mal, ob wir gleich da wenigstens den 5. noch holen können bei dem Hügel.
da Eddie aber so gut am Hügel ist, warte ich die ganze Abfahrt, denke ich mal noch. Na, obwohl, 3,5 Kilometer ist jetzt auch nicht gerade viel, ne? Another attack in the leading group. Wuselt Eddie sich nach vorne und greift mal an. Breakaway at the front. So. Das müsste eigentlich reichen. Der ist so ein guter Fahrer. So, warte mal, wenn er nicht zu weit zurückfällt hier. There's an attack in the leading group. Some riders were not giving it their all and sharing the pace. 75 reicht. Die Bolzen auf jeden Fall hinten. Der ist richtig steil hier. 30 Sekunden. Können wir bestimmt noch weiter runter machen. 65. Er kommt auf jeden Fall langsam wieder ran. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Ja, da wir den geholt haben, cutte ich euch das jetzt wieder raus. Eddie ist zwar noch alleine unterwegs, aber er wird gleich eingefangen. Und nehme euch dann am vorletzten Hügel wieder rein. Ja, dann nehme ich euch wieder mit rein. Wir sind auf der Anfahrt. Letzte Mal, vorletzte Mal meine ich der Hügel, bevor es dann in den Schlussanstieg reingeht. Dann müssen wir den ja nochmal fahren. Das Tempo ist auch sehr, sehr hoch, obwohl wir schon unter einer Minute sind. Also ist eigentlich alles gut so hoch. Das soll, jetzt mal ganz ehrlich, schreibt das doch mal unten in die Kommentare, was das gerade war. Das ist doch nicht normal. Hier, er schon wieder. Die lassen sich zurückfallen und nehmen Eddie mit. Das gibt's im echten Radsport nicht. Das ist einfach Bullshit. Was ich jetzt an Rot verloren habe, das ist unglaublich. That's the end of the breakaway. The pack gave them no chance. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Das erstmal reichen. Ja, da krieg ich so einen Placke, mal, weil das alles, was an Rot weg ist, das ist nur weg, weil sich zurückfallende Fahrer nicht gebockt haben. Also, normal ist was anderes. So, jetzt muss man... jetzt blockt der eigene Fahrer den Angriff, das ist auch so geil. Das ist alles unfassbar. Fahr mal langsam. Ist das Feld wieder. Wieder auf 90. Wo ist der Blocker? Da ist der Blocker. Hier kannst du wieder zu Eddie fahren. The pace is so high that a few riders are gonna be very sore at the end of the day. Das war auch ein lustiger Kommentar, weil das Tempo gerade so langsam ist. The pace is so high. Oh ja. A rider has just suffered a puncture. So, nochmal ein Stop. 3 nehmen wir jetzt mal. Ich weiß ja nicht, was der da macht. Sieht aus, als wenn der angreift. 87. Ja, ich meine, ist schon vorher in die Gruppen gelegt. Den brauche ich auch vorne. Der müsste mal irgendwie ganz vorne bleiben. Der soll mir nämlich den letzten anziehen. So und stopp. Noch ein bisschen Abfahrt. Kriegt der vielleicht auch noch ein bisschen Gelb zurück. The riders are entering the last 15 kilometers of the stage. Das fällt aus im Moment. Schon ein bisschen in die Länge gezogen, aber the peloton has definitely accelerated, meaning that an attack is highly unlikely. Naja, nur Tempo hochhalten. Wir wollen richtig schön in den Hügel rein, Herr Mann. There are just 10 kilometers left. So, jetzt nochmal ein Stop. Den so. Dort ist Eddie hinter Tiberi. Und weiter. Natürlich wird er erstmal wieder geblockt, aber naja, egal.
Ich habe mich das Rennen schon genug aufgeregt. Der geht gerade raus. Kannst du ruhig mal irgendwie, ne, schön langsam die anderen noch blocken. Und dann kommt die letzte Kurve, die Beri übernimmt. Für dich genauso. Die haben mich alle geblockt. Block mal die anderen hier. Ja, Punkt lieber rein hier. Wenn wir vorne sind, brauchst du noch nicht ganz voll Power fahren. 5 Kilometer to the finish line. Ja, ich will auf gar keinen Fall nochmal zurückfallen. Kommt sogar wieder noch ein paar abhängen. Dann bolz mal hoch hier. Wenn es steiler wird. Da wird es steiler. The riders are in a portion above 10%. Ich darf den nicht vergessen, wieder anzuschalten. Eddie, so. Mit 89. Wusel, wusel. Angriff. Noch hat er gut rot. Und jetzt aber schon Stopp. Da wird der Eddie nicht so weit zurückfällt. Ist ja auch gar nicht so schlecht am Hügel. Oh, ihr fahrt für euch alleine. Ich habe 10 Sekunden Vorsprung. Kann, denke ich mal, noch ein bisschen angreifen. So, jetzt aber runter. Strom hier rein. 89. 12 Sekunden, 13 Sekunden. Ein bisschen schneller. Ein bisschen Volldampf. Und da ist der nächste Sieg für Eddie. Congratulations. Bitte doch auch, denke ich mal wieder auf glücklich kommen, oder? Sehr schön. Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch gewonnen, ne? Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das Rennen haben wir letztes Jahr auch gewonnen. So, the riders bringing up their rear have made it geil, der ist auch auf 9 reingekommen. This stage was a real strength setter. Wie auf 12? Und wo ist unser anderer? Ach nee, warte mal, der Mitfavorit war, der ist gestürzt. Es gab sehr, sehr viele Massenstürze hier während des Rennens. Ja, da wir die Bergpunkte haben, müssen wir Bergtrikot ganz easy peasy verteidigt haben. Erst noch ein bisschen Angst, als der eine noch dran hing. Aber der konnte das dann nicht halten. Der kommt Eddie ganz alleine um die Kurve. So, wir haben auf jeden Fall einen Vorsprung. Da ist schon das gelbe Trikot. Ja, unter Umständen ist hier vielleicht nochmal eine Lücke. Ah, könnte schon sein, dass da so mehrere Lücken sind. Tja, wer weiß, ob Eddie nochmal gewinnt. Siegero. Naja, also 22 Sekunden, dann eben ein Stück weiter unten, da wo Tiberi dann reingekommen ist, ist nochmal eine Lücke. Ich hoffe mal, dass wir ordentlich Leute hinter uns gelassen haben, damit wir wieder nach vorne kommen. Gesamtwertung sind wir schon wieder Dritter. Geiles Ding. Tiberi ist Vierter, geil. Ja, ist natürlich cool, ey. So, Bergwertung haben wir sicherlich auch, ne? Ja, klar, 20 Punkte Vorsprung sogar. War zwischenzeitlich während der Etappe mal ein harter Kampf zwischen uns drei. Na, gespannt, ob die beiden, die vor uns sind, Jungprofis sind. Oh, und da sind wir auch schon auf Platz 2 im Sprintertrikot. Auch nur 11 Punkte hinterm ersten. Und das könnte ja ein Sprinter sein, ne? Dann haben wir vielleicht Chance, das auch noch zu kriegen. Tja, wir haben denkt, wie wir das Zeitfahren verkackt haben. Sieht das im Moment ganz gut aus. Ey, das Trikot aber auch. Und da ist unser Tiberi auch noch der Zweite. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Mannschaft?
Wie sieht's mit der Waldschaft aus? Da. Naja, 1 Minute 25. Hinter Astana. Ja, komm. Hol dir nochmal einen Geschnapp. Und tschüss. Ja, ist letztendlich doch noch eine relativ erfolgreiche Folge geworden. Jetzt bin ich mal ganz ehrlich, jetzt haust du dich ja noch mal ein paar Punkte raus, oder? Naja, 13, ey, das ist auch schon wieder nicht die Welt, ey. Du bist ein ziemlich geiziger Typ, ne? Könnte das so sein, Manager? Jo, und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß zu sehen. Bis bald, bis dann, bis dann, Cherry.